Einen wunderschönen Talkshow-Nachmittag wünsche ich Ihnen. Die Liebe sorgt für die schönsten Momente im Leben. Auf der einen Seite Momente des absoluten Glücksgefühls, aber auch Momente der Verzweiflung und der Trauer. Jedenfalls kann die Liebe die schönsten, skurrilsten, verrücktesten Geschichten liefern. Meine Gäste heute Nachmittag sind definitiv verrückt nach Liebe. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Gerti, mein erster Gast ist seit 50 Jahren verrückt nach Liebe. Und dabei hat er sie nur ein einziges Mal geküsst. Hier ist die Gerti. Hallo. Gerti, du suchst nach deiner ersten Liebe, nach der ersten großen Liebe Rudolf. Ja. Und das schon 50 Jahre. 50 Jahre. Weißt du, ich habe wirklich beim Lesen deiner Geschichte, bevor wir uns kennengelernt haben, mir gedacht, das ist ja ein Wahnsinn. Ja. 50 Jahre lang denkt sie an diesen einen. Immer. Und immer habe ich noch das Kribbeln. Mein Gott, nein. Das muss ja irrsinnig schön gewesen sein. Na, Jugendliebe. Erzähl, wie, wo hast du ihn kennengelernt? Also ich war als Kind in einem Heim. Ich kann es ruhig sagen, es war in Hollabrunn in Niederösterreich. Und da haben wir eine Bubengruppe gehabt, mein Bruder war auch dort und Mädchen. Ne? Ja. Und das ist von der ersten Volksschule angegangen, also wir haben uns immer angelächelt. Und wenn da die Schulbänke waren, er hat immer geschaut, wo der Durchgang war, dass ich in der nächsten Bank sitze. Ne? Und das hat sich halt so weitergegeben und Akkordeon haben wir gespielt miteinander, nicht? Im Heim. Und wenn sie im Heim Fußball gespielt haben, haben wir immer beim Fenster gestanden, haben geschaut, meine Freundin und ich. Es war so Kinderliebe war das so. Ne? Ja. Und eines Tages haben wir halt geglaubt, wir sind ganz gescheit, da waren wir in der 6. Klasse. Und da sind wir alle zwei hinter das Schulhaus gelaufen und haben uns halt ein Busserl gegeben, das erste. Und wir haben geglaubt, wir sind ganz allein, da haben sie uns oben zugeschaut. Nicht? Dann war es irgendwie aus, vorbei? Nein, die Buben sind dann auf Allensteig gekommen. Aha. Ja. Und mein Bruder auch wieder. Und wenn wir halt Prüfe geschrieben haben, habe ich immer mal einen Rudi gefragt. Der hat mich wieder grüßen lassen von Allensteig. Und erst dann, wie er in der Lehre war, ist er öfters nach Hollabrunn gekommen. Und heute kann ich sagen, die Nonne ist schon gestorben. Die hat immer angerufen, oben in der Gruppe, ich brauche die Gerti. Na, bin ich runtergegangen. Ja, Rudi, du bist da immer ganz so verstohlen und versteckt. Das heißt, diese eine Nonne hat das ein bisschen gefördert? Ja, die hat das damals schon ein bisschen. Das ist eine liebe Nonne gewesen. Die war lieb. Es waren eigentlich alle lieb. Ich kann nichts sagen. Also, kannst du dich noch. Also, wie alt warst du bei diesem einen Kuss? 13. 13. Und kannst du das letzte Treffen beschreiben? Ja, das war so. Da war ich 18. Und der Rudi ist gekommen, er ist ja öfters auf Hollabrunn gekommen, weil er war ein Waisenkind. Wo hätte er sonst hin sollen? Er war in Kolpingheim in St. Pölten. Er hat Mechaniker gelernt und war dort halt die Wohnung. Ne? Und ich bin dann aus dem Heim gekommen und er hat gesagt, soll ich dich besuchen? Und ich habe den größten Fehler im Leben gemacht und habe gesagt, nein. Warum hast du es gesagt? Weiß ich nicht. Und das bereue ich noch heute. Ich habe zwar inzwischen Freundschaften gehabt und habe auch 3 wunderbare Kinder, aber weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich habe gesagt, nein. Ne? Du hast einfach nicht gewusst, was auf dich zukommt, wenn du dich mit ihm jetzt triffst. Primitiv, ja. Ja. Und da war eine Kurzschlusshandlung und ich habe gesagt, nein. Und das bereue ich bis heute. Das war, als du 18 warst? Ja, ja. Und danach hast du nie mehr wieder. Nie wieder. Ich habe es durch Internet versucht, also jetzt zum Schluss. Durch Zeitung. Bilderzeitung. Da hat es immer mal so eine Zeitung, Wochenende oder ich weiß nicht wie. Da habe ich Bild reingegeben. Ja. Nichts. Es hat sich nichts gerührt. Ich habe überall angerufen und dann hat es geheißen, naja, das ist Datenschutz. Wissen Sie das Geburtsdatum? Sag ich, na, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur in etwa. Aber du bist dir sicher, dass er Rudi heißt? Rudolf Böhm heißt er, ja. Rudolf Böhm? Ein Waisenkind. Was ich vermute vielleicht, er hat ihm erzählt von einem Bruder in Australien, der spielt Musik bei einer Band.
Und das kann eigentlich, wer ihn nicht findet und nichts, dass der vielleicht dort ist. Ne? Also. Was hast du denn so toll an ihm gefunden? Boah, so lieb war er. Süß. Lieb sind andere Männer auch. Ja, aber das war das Gewisse, das Kribbeln. Glaubst du nicht, dass es einfach die Zeit damals war, dieses Alter und man ist Frau geworden? Ja, aber warum habe ich dann heute noch ein Kribbeln, wenn ich an ihn denke? Und ich habe immer nur an ihn gedacht. Also es vergeht nichts. Mein Bruder hat schon gesagt, ich bin besessen. Der hat schon gesagt, was ist mit dir los? Sind dir später weitere Rudis in deinem Leben begegnet? Nein. Also, nein. Wie waren die Männer in deinem Leben? Puh, ganz ehrlich, der mal, ich glaube, ich gehe nur arbeiten und so, ne? Ich habe 3 Kinder, wunderbare Kinder. Und die haben mir ganz allein aufgezogen. Auf das bin ich stolz und meine Kinder sind auch stolz. Die haben gesagt, Mama, du bist unsere Mutter, Freundin und Vater. Und ich habe einen schlechten Stiefvater gehabt und habe gesagt, meine Kinder kriegen keinen. Und ich bin so auch gut gefallen. Aber das die heißt, Männer, die waren immer mehr aufs Ausnutzen aus. Danke. Hast du deine Männer mit Rudi verglichen? Blonde Haare und blaue Augen habe ich schon immer geschaut, aber nichts gefunden. Das heißt, auch vom Wesen her ja, waren vom sie Wesen, nicht es ähnlich. Ist das, ich weiß nicht. Aber Menschen verändern sich ja. Ja, ne? Bestimmt verändern sie Menschen. Bestimmt. Also vielleicht hat der Rudi heute keine Haare mehr und weißt du, was ich meine? Also der ist auch älter. Ja, Barbara, schau, ich will ja nicht irgendwie in eine Beziehung rein oder was trennen oder irgendwas. Ich will nur sehen, wie es ihm geht, ob er gesund ist, ob jetzt ein Glatzerl hat oder was, ist mir egal. Ich will nur ihn als Menschen sehen. Nicht? Naja, aber wenn du immer noch Kribbeln hast? Naja, wenn er gebunden ist oder was, gibt's nichts. Hallo, Servus, freut mich. Aber wenn er nicht gebunden ist, vielleicht gibt's wieder ein Busserl hinterm Haus. Wie oft erzählst du denn von ihm? Jeden Tag fast. Immer. Seit 50 Jahren? Ja, ja, und das ist Tatsache. Das kann meine ganze Familie bestätigen. Was sagst du denn da so? Ich sag immer, zu meinem Bruder habe ich schon oft gesagt, Herrst Hans, ich suche man. Und Herrst, was wird der Rudi jetzt machen? Oder glaubst du, ist er in Österreich? Oder ist er verheiratet? Oder hat er Kinder? Lieber Johann, nervt dich das, wenn deine Schwester wieder anfängt, von Rudi zu reden? Naja, manches Mal schon. Ja. Obwohl aber man ja sagen muss, du hast gar kein Recht, dass du das sagst, weil du hast dieselbe Krankheit. Also, das dürfte in der Familie liegen. Auch du hast eine Freundin von früher, eine Schulfreundin, die du jetzt vor kurzem wieder gesehen hast, gell? Ja, die habe ich schon vor 25 Jahren gesehen. Ja, aber jetzt wieder vor kurzem, jetzt oder? Jetzt habe ich es wieder gesehen. Na, und? Na, toll. Aber einfach nur gesehen? Ja, nein, ich habe schon geredet mit dir. Alles. Aber das gewisse Etwas nicht. Schon, weil du ja verheiratet bist, ne? 30 Jahre, ja. Ja, genau. Ist deine Frau eifersüchtig? Nein, muss ich eigentlich nicht so. Ja. Was denkst du bei deiner Schwester? Also, sollte sie sich Hoffnungen machen? Hat es einen Sinn, 50 Jahre lang einen und demselben Mann und Anführungszeichen hinterher zu weinen? Naja, na gut, oder soll man sagen, geh, vergiss den und konzentriere dich auf jemand anderen? Nein, das möchte ich nicht sagen, weil mich jetzt auch interessieren, was aus ihrem geworden ist. Es ist jetzt so, ich hätte ja gern gesagt, um dich, aber vor allem dich glücklich zu machen, ja, hätte ich ja halt gern gesagt, schau mal, sieht da einer, der so ausschaut, könnte das sein? Oder schau da, da kommt er jetzt gleich rein. Alles hätte ich gemacht, wir alle im Team, damit du ihn wiedergesehen hättest. Aber wir haben ganz Österreich nach dem Rudolf durchkämmt. Entweder hast du, ich weiß nicht, falsches Geburtsdatum oder er hat einen anderen Namen angenommen. Er ist vielleicht verzogen, vielleicht lebt er sogar in Australien. Wir wissen es nicht, wir haben ihn nicht gefunden. Aber wir hatten das schon öfter mal, ja? Dass wir quasi kein Glück hatten bei der Suche, obwohl wir sehr genau recherchieren und suchen und alles durchstöbern. Du hast noch eine Chance. Vielleicht sagst du es in die Kamera mit deinen Worten. Vielleicht beschreibst du ein bisschen was,
irgendein Erlebnis, das euch verbunden hat? Mhm. Sei es dieser eine Kuss gewesen, vielleicht gab es eine Nonne, an deren Namen du dich erinnerst, dass er vielleicht zu Hause vom Fernseher sitzt und sich denkt, oh, das ist so mein Gerti. Weißt du, was ich meine? Ja? Nimm ganz einfach diese Kamera. Ja? Aha. Hallo Rudi, solltest du diese Sendung sehen und mich, ich habe mich ein bisschen verändert. Aber bitte, wenn es irgendwie möglich ist, melde dich. Du weißt, ich liebe dich und werde dich immer lieben. Denk daran, hinterm Schulhaus, das erste Bussern. Glaubst du an die Macht der Karten, an Astrologie? Ich möchte fast sagen, ich habe ein bisschen Angst vor sowas. Mhm. Roswitha, die hat selber Karten gelegt. Und ob die Karten so verlässlich sind, wie sie glaubt, sehen wir jetzt. Hier ist die Roswitha. Roswitha, du bist Astrologin. Ja. Das heißt, du glaubst an Astrologie, ja, an die Macht der Karten. Ja. Und du hast einem Schulfreund die Karten gelegt, ja, den du aber gar nicht wirklich leiden konntest. Ja, genau so ist es. Kannst du uns ein bisschen, weil das ist ein, erzähl mal, wie das damals war, dieses Treffen nach vielen Jahren, wo du ihn wiedergesehen hast, den Schulfreund. Ja, es war so, ich bin mit einer Freundin in einem Café gesessen. Und plötzlich höre ich die Frau sowieso. Ich bin gleich in den Kopf kleiner geworden. Nein, das darf es nicht sein, habe ich gedacht. Das kann es jetzt nicht sein. Und ja, er setzt sich, hat dann gefragt, ob er sich zu uns am Tisch setzen darf. Und ja, und was ich immer so mache und was ich tue jetzt und so, ja. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eben Astrologin und Kartenlegerin. Und dann hat er gesagt, na unbedingt, das muss ich ihm machen. Ja, und wir sind dann eben mich eingeladen und ich habe ihm die Karten gelegt und wie gesagt, er war schon immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Und ja, und ich sagte zu ihm, ja, aber du, spätestens in 3 Monaten kommt eine sehr starke Frau, die zu dir stehen wird, die mit dir durch dick und dünn geht. Ja, und da wirst du eigentlich, am Schluss ist die Sonne gelegen, also eine wunderbare Beziehung leben. Und ich sage noch zu ihm, wenn du diese Person kennenlernst, der sagt, da waren noch, dann sage ich, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ab morgen bis spätestens in 3 Monaten, weil ihm die Karte schon so nahe gelegen ist, diese Liebeskarte und diese sehr starke Frau, die weiß, was sie will und ja. Und ja, und ich sage, wenn du die kennengelernt hast, dann besuchst du mich einmal, dann kommst du mit ihr auf einen Kaffee und ich habe mich dann eigentlich sehr gefreut, ja. Und dann? Und dann? Hast du Sizilien gebucht, glaube ich, den Urlaub? Genau, ja, ja. Und das war dann, na, sagt er, was machst du so im Sommer und so im Urlaub und so noch? Und sage ich, na, ich fliege zu einer Freundin nach Sizilien. Und plötzlich ruft er mich an und sagt, er hat mir ganz was Dringendes, Wichtiges zu sagen. Da denke ich mir, wird er womöglich schon die Frau kennengelernt haben. Mhm. Na, sagt er, du, was hältst du davon, wenn ich euch begleite nach Sizilien? Ihr könnt sicher jemanden brauchen. Ja, zum Koffer tragen. Ja, genau. Ja, eigentlich, warum nicht? Habe ich gesagt, kannst du ja mitfliegen. Irgendwo, naja, es war so, irgendwie war ich belustigt durch das Ganze, weil ich ja auch eher so, eher ein bisschen, ja, solche Aktionen doch liebe und denke mir, naja, kann ja wirklich ganz von Nutzen sein. Ja. Dann ist er mitgeflogen. Dann ist er mitgeflogen, ja. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht, wir haben ein Auto gemietet gehabt und haben dann die Insel bereist. Und so sind wir uns dann so immer ein bisschen, denke mir, der ist ja ganz lieb, der ist ja ganz nett und so. Und ich war irgendwie so angetan von ihm, schön langsam so, ja. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben, dass wir uns dann letztendlich sehr gut verstanden haben. Und der gesagt hat, du hast das gar nicht so geglaubt von dir. Und ich habe gesagt, nein, ich habe das auch von dir nicht so geglaubt, dass du ja schon ein sehr nett und ein sehr lieber Mensch, aber halt einfach nichts da, wo man sagt, da ist irgendein Faden oder da wäre irgend... Das heißt, ihr habt sich optisch nicht angezogen gefühlt. Nein, überhaupt und null. Und daraus hat sich dann mehr oder weniger eine total liebe Freundschaft. Ja, totale liebevolle, ja. Und letztendlich Liebe. Ja. Heute seid ihr ein Paar. Ja. Ja.
Und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, im Café, ja, sie hat auch so gesagt, wie man halt oft so redet unter Frauen, die Liebe des Lebens ist mir nie begegnet. Ich habe viel erreicht in meinem Leben und ich möchte, das wäre eigentlich mein Wunsch, der Liebe des Lebens zu begegnen. Einmal fühlen und spüren können, was Liebe ist. Mhm. Und für ihn war es genauso. Er sagt, ich bin auch die Liebe seines Lebens. Das heißt, ist es bei der Gerti alles noch drin? Ich lege immer Karten dazu. Was ich bei der Gerti dann herausbekommen habe, weil sie eine sehr treue, anhängliche, liebevolle Seele ist. Und bei dem Menschen, ich habe mir dann die Karten eben draufgelegt und er ist eher sehr ein introvertierter Mensch, ein bisschen exzentrischer Mensch. Er hat sich sehr zurückgezogen, so wie das in den Karten liegt. Mhm. Er möchte das eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht gar Priester geworden. Na, wer weiß? Dornenvögel, oh Gott. Ja, und das ist eben so ein bisschen ein Problem mit dieser Fantasiewelt. Oft ist es so, jetzt hast du 50 Jahre lang, Gerti, an diesen einen gedacht. Und vielleicht ist aber die große Liebe jemand, den du schon ewig kennst, der so mehr oder weniger... Wie bei der, gar nicht, ne? Genau, bei der Rosita ums Eck wohnt und du siehst den gar nicht und, du, und erkennst nicht. Weil eben zu sehr Fantasie, viel zu viel Fantasie, du diese Kraft in diesen Menschen steckst und auch ja deine Gedanken ja auch im Schlaf, so habe ich das herausgefunden, ja schon besessen sind, muss ich fast direkt sagen. Ja. Nicht so arg, aber doch. Nein, aber man sagt es so, wenn das ein so... Träumen und ein Hoffen. Ein Träumen, ein Hoffen, genau. Man will es nicht aufgeben, an was oder? Festhalten, weil sie ja sehr eine treue, anhängliche, liebe Seele ist. Jetzt meint sie auch diese Fantasien und die sind so. Ja, genau. Jetzt hat sie ja den Aufruf gemacht, Gerti. Du hast dann die Kamera noch einmal es probiert. Hm? Wer weiß, so. Wenn er sich aber nicht meldet, würde ich... Ja, so, dann lass ich, wie soll ich sagen, vergessen kann man das nein, nie. Nein, kannst du nicht. Das ist aber die Augen offen halten für Möglichkeiten, die sich ergeben können. Werde ich machen. Na? Wenn es weit ist, sage ich es dir. Ja. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, Inge weiß, was es heißt, wenn jemand wirklich verrückt nach Liebe ist. Und bei der Inge ging es in der Tat um Leben und Tod, ist die Inge. Inge, wie war das bei dir? Du hast einen tollen Mann kennengelernt und dir gedacht, das ist er. Das ist er, genau. Es war nach einer gescheiterten Ehe. War ich dann ein paar Jahre alleine. Dann habe ich in einem netten Tanzlokal in Linz einen Herrn kennengelernt. War anfangs einfach super. Er war sehr fürsorglich, nett, höflich. Alles, was man sich als Frau eigentlich nur erträumt. Habe ihn wochenlang, wie gesagt, kennengelernt so. Und dann ist aber losgegangen, dass ich immer mehr hinterfragt habe nach seinem vergangenen Leben. Und da hat sich leider dann nach einigen Wochen, ist mir immer ausgewichen aus dem Ganzen, weil er war auch Witwe und ich wollte mehr darüber wissen, ist ihm ausgewichen und nach Wochen habe ich keine Ruhe mehr gehabt und wollte einfach das einfach hinterfragen. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass er ein sehr schlimmes Schicksal hinter sich hatte. Seine Frau hat das Haus angezündet, hat damit Selbstmord gemacht und wollte ihn eigentlich mitnehmen in den Tod. Er hat sich aber selber Gott sei Dank retten können, er ist davon gekommen. Und wie gesagt, das Haus ist abgebrannt, die Frau war tot. Ne? Und da war ich natürlich sehr erschrocken, dass er mir das nicht früher gesagt hat. Ich war da einfach komplett fix und fertig, dass man das nicht früher jemandem sagt, wenn man ihn kennenlernt. Und dann habe ich natürlich unsere zukünftige Beziehung sehr in Frage gestellt. Warum? Weil das ein Vertrauensbruch war? Ja, oder? Für mich war es Vertrauensbruch, weil ich ja immer wieder nachgefragt habe und er den ganzen aus dem Weg gegangen ist. Und ich finde, wenn ich jemanden kennenlerne, und ich war so ehrlich, ich habe zum Beispiel drei Jungs, ich habe ihm alles erzählt aus meinem Leben, wie meine Ehe gescheitert ist. Du hast dir erwartet, dass er ganz einfach von Anfang an ehrlich ist und offenen Karten spielt und die alles sagt. Aber wie lange wart ihr schon zusammen? Da waren wir 3 Monate zusammen. Schon ein paar? Ja, waren wir 3 Monate schon zusammen. Na, auf alle Fälle war ich dann sehr, sehr misstrauisch dadurch und ist das Ganze irgendwo sehr abgeflacht bei mir, weil eben das Vertrauen nicht da war.
und wollte mich auch mehr oder weniger dann trennen von ihm. Ich konnte einfach das nicht akzeptieren. Dann ist er aber sehr, wie soll ich sagen, er hat dann total umgeschwenkt. Er ist dann sehr aggressiv geworden, sehr schlimm. Er war vorher zu meinen Söhnen zum Beispiel ein ganz ein netter Freund, ein super Kerl. Und auf einmal ist er losgegangen, über meine Söhne zu schimpfen. Die sind ja hörig, so in die Richtung. Also alles, was die Mutter sagt, machen die, obwohl sie schon dieses Alter haben. Und nur genörgelt und nur geschimpft. Und sage, na, es ist besser, wir trennen uns, es hat so keinen Sinn. Und über meine Söhne hätte ich ja nichts kommen lassen. Sie waren einfach tüchtig und brav, das ist einfach für eine Mutter so. Und ja, also, und dann 14 Tage war eigentlich dann Sendepause, sagen wir so, war eine Ruhe. Nach 14 Tagen ruft er bei mir an, ich war eigentlich sehr erfreut, dass ich mir gedacht habe, okay, ist vielleicht doch nicht so schlimm, ist, was ich mir vorgestellt habe, dass er aggressiv ist. Und ruft mich an, ob wir uns treffen können in einem Autohaus. Er muss mir was Wichtiges erzählen und zeigen. Ich habe mir gedacht, okay, er hat sich ja beruhigt und so. Das Vertrauen schenke ihm, ich kann nicht Bekannte bleiben von ihm. Vielleicht ist wirklich was Wichtiges, was Nettes, was er mir erzählen möchte aus seinem Leben. Ja, habe mich dort im Autohaus mit ihm getroffen. Es war am Freitag später Nachmittag. Niemand mehr da. Eine Person im Autohaus, dort hat auch teilweise gearbeitet, er hat das Autohaus gut gekannt. Und ich komme dorthin, steht er mit einem schwarzen Cabrio, geschmückt mit roten Rosen, rundherum, mittens drinnen und macht mir, wie ich reingehe in das Autohaus, einen Heiratsantrag. Normalerweise würde man sagen, schön. Ja, normalerweise. Bei mir war es aber nicht so. Ich war einfach derartig schockiert und habe derart Panik bekommen, dass ich gesagt habe, nein, sicher so nicht. Schon gar nicht materiell. Und wie gesagt, ich habe mich da nicht zwingen lassen. Ich bin mehr oder weniger fluchtartig, habe ich eigentlich das Autohaus verlassen und habe gesagt, wir hören uns telefonisch dann noch. Und wir haben uns auch dann nach 2 Tagen wieder zusammengerufen und habe gesagt, was das Ganze soll. Ich habe das beendet. Mir fehlt das Vertrauen zu ihm. Und so wie er sich die letzten 2 Monate benommen hat, möchte ich diese Beziehung einfach nicht führen und sehen wir keine Zukunft im Ganzen. Ja, dann ist natürlich der richtige Terror erst losgegangen. Er hat mich, wie gesagt, überall kontrolliert, hat angerufen, ob das um 5 Uhr in der Früh war, um 3 in der Nacht, es war egal, Telefonterror gehabt. Dann bin ich zum Beispiel in der Nacht munter geworden, schaue aus dem Fenster aus, denke mir, ich glaube, ich spinne, mich verfolgt schon wirklich der Mann, ich sehe den vor dem Fenster stehen, ich werde wahnsinnig. Habe ich geglaubt, ich werde wahnsinnig einfach. Das gibt es ja nicht, dass ich den vor dem Fenster stehe. Auf einmal klopft es bei mir bei der Innentür und ich habe über mir einen Mieter gehabt, hat der geklopft und ganz leise, Inge, mach auf, ich muss da was sagen. Ich mache auf, sagt er, du schau nicht beim Fenster raus, sonst schreckst du es nur. Der Freund steht schon seit 2 Stunden vor dem Fenster und schaut dir beim Fenster rein. Ich habe gedacht, es war einfach, da kriegt man Panik. Mit einem Wort. Und ich wollte eigentlich auch meine Kinder schützen. Also ich habe 3 Jungs, ich war schon jahrelang mit ihnen allein. Ich war eine gute Mutter, wir haben ein gutes Verhältnis gehabt. Das heißt, du hattest auch Angst um deine Kinder? Genau, ich habe auch Angst um die Kinder. Er tut dir was an. Genau. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, was soll das Ganze, das geht so nicht weiter. Ne? Und wie gesagt, ich bin stundenlang vorm Haus gestanden und habe ihn aber dann gedroht, dass ich sage, beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert, ich rufe die Polizei oder ich mache jetzt mit einem Rechtsanwalt was, weil es kann einfach so nicht sein. Ich habe Angst vor dir, es ist so, dann hat er auch gedroht, ja, wenn nicht mit mir, dann kann er sich eh das Leben nehmen, das hätte keinen Sinn. Lebenssinn halt hat er nur mehr in mir und ja, er hat bei mir einfach das gesehen, dass ich sage, ich kann ihm das in Zukunft geben, was er vorher halt verloren hat. Und das ist einfach nicht möglich. Ich hab mich in ihm rausgesehen und ich habe einfach geglaubt, ich habe die Stärke nicht. Wie lange hat dieser Terror gedauert? Ja, circa 3 bis 4 Monate. Das ist lang. Ja. Der Fachbegriff dafür heißt Stalken. Ja, genau. Gibt es jetzt schon ein Gesetz, aber damals wahrscheinlich noch nichts, sonst hättest du nicht so eine Angst gehabt. Ja, ja. Na, hat er dann aufgehört und warum? Und ja, dann hat er aufgehört und dann habe ich einmal nachgefragt bei einer Tante, weil er hat sich auch zum Beispiel in meiner Familie erkundigt und immer wieder Kontakt gesucht bei einer Tante von mir. Und die hat mir dann gesagt, weißt du, der hat jetzt eine Freundin gefunden.
Dann war ich irgendwo beruhigt, dann habe ich angerufen bei ihm und habe gesagt, ich wünsche ihm wirklich alles Gute, ich finde es super, dass er sich wieder so erholt hat und dass er da jetzt eine Zukunft sieht in der Freundin. Und Gott sei Dank ist er auch bei der geblieben. Er ist leider Gottes noch anderthalb Jahre dann an Krebs verstorben. Aber wie gesagt, ich habe da wirklich große Angst gehabt vor dem. Das heißt, du kannst nicht verstehen, dass jemand so verrückt verliebt ist, dass er das macht. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun, deiner Meinung nach. Nein, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun, weil das ist einfach, ich kann niemand, ich kann nichts erzwingen, es ist einfach nicht möglich. Ich habe wirklich, wie gesagt, da ist so große Angst dahinter gewesen und wie gesagt, wenn man eben Kinder hat, ich habe Angst gehabt um mein Leben dann schon, dass ich sage, wer weiß, was den Menschen einfach wirklich noch einfällt. So wie sie er gemacht hat. Vielleicht kann dir mein nächster Gast ein bisschen erklären, worum es geht, wenn man quasi verrückt vor Liebe ist und um eine Frau kämpfen möchte. Er ist zwar kein Stalker, wäre nie im Leben, das wollen wir jetzt auch nicht hier irgendwie in den Raum stellen, aber Manfred sagt, wenn man liebt, ja, dann macht man halt manchmal verrückte Dinge. Hier ist der Manfred. Manfred, warum glaubst du, hat Inges Ex so gehandelt? Nicht loslassen können, sie in der Nacht tausendmal angerufen, vor der Wohnung gewartet? Also ich denke, er wird einfach Angst gehabt haben, dass das passiert ist, was ihm dann letztendlich passiert ist. Er hat es vielleicht aus den falschen Motiven gemacht. Er hat sich sicher erwartet, es zwickt mich, ich möchte das erzählen, ich möchte das jemandem mitteilen, ich möchte das, diese Geschichte davor vielleicht auch verarbeiten, hat aber einfach Angst gehabt, wenn ich das am Anfang einer Beziehung mache, dass die Beziehung nicht stark genug ist, das zu schaffen. Und es ist dann, denke ich, vermutlich das passiert, wovor er eigentlich am meisten Angst gehabt hat. Das ist genau die Situation eingetreten. Selbsterfüllte Prophezeiung, wenn er sie gleich erzählt hätte, hätte sie gesagt, ja, so wieder schon. Und er wollte sie zuerst erobern und dann langsam Vertrauen gewinnen und dann erzählen. Ich denke, es ist ihm eher darum gegangen. Was sagst du zu Inge? Ja, möglich, aber wie gesagt, er hat zumindest gemerkt, dass ich ein sehr sozial denkender Mensch bin und sich ein Zuhörer bin und alles, und dass er sich deshalb wirklich auch Zeit lassen hat, dass er gedacht hat, die denkt vielleicht in 3 Monaten noch genauso wie nach 3 Wochen. Andere Frage, wenn er es dir gleich erzählt hätte, denkst du, dass du dann bei ihm geblieben wärst, weil du so viel schon Vertrauen geschätzt hättest? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich hätte das mit ihm aufgearbeitet. Du siehst ja einige Parallelen zu dir, gell? Was ist bei dir der Grund? Was kannst du nicht gleich am Anfang sagen? Wofür brauchst du Zeit? Ja, ich denke, es hat jeder kleine Geheimnisse. Bei mir ist es vielleicht ein verhältnismäßig einfaches. Ich bin verheiratet, bin glücklich verheiratet gewesen. Das Leben hat mir meine Frau indirekt weggenommen, indem sie seit 7 Jahren ein Schwerstpflegefall ist und im Pflegeheim lebt. Das nach einigen Jahren Pflege zu Hause. Ich habe 2 Kinder und das ist einfach etwas, was viele Frauen, die mich interessieren oder wo ich mir vorstellen könnte, es könnte passen, einfach so abschreckt, dass sie sagen, interessiert mich nicht, ich beende das oder es fängt gar nicht erst wirklich an. Wie ist das zu verstehen? Deine Frau ist noch quasi bei Sinnen? Oder wie ist das? Habt ihr euch einfach ausgemacht, du darfst anders? Ja, das ist etwas, was ich gelegentlich gefragt werde. Wir haben, als ob wir es fast gewusst hätten, im Vorhinein in unserer Ehe über sehr viele Dinge geredet. Auch über den Fall, was ist eigentlich, wenn es einem von uns einmal schlecht geht, wenn einer vorzeitig verstirbt, wenn irgendetwas nicht mehr passt, ohne dass man, also halt keine normale Scheidung oder keine Trennung, weil man sich nicht versteht, sondern weil etwas anderes passiert. Und wir haben uns eigentlich immer darüber verständigt und gesagt, okay, wenn das so ist, dann soll der eine, der da noch überbleibt oder sozusagen normal weiterleben könnte, nicht darunter leiden oder leiden müssen, einen Partner zu haben, mit dem er zwar ein Leben führen wollte, wo das aber halt aus anderen Gründen einfach nicht geht, so nach dem Motto, er soll seine Chancen nutzen, wenn es welche gibt, und sich ein neues Leben aufbauen, so mit blanker Absicht und ja. Ja, weil ich glaube, das wird eher eine Frau, wie soll man sagen, dass man sagt, aha, weil die Frau krank ist, sucht er sie jetzt auch nicht. Also da muss man schon einen sehr sozialen Menschen treffen, der was das, wie du jetzt erklärt hast, trotzdem liebst du deine Frau und du pflegst sie und alles? Nein, jetzt nicht mehr. Also ich habe sie lang gepflegt, ach so, ja. Aber es geht einfach seit 7 Jahren nicht mehr. Ich meine, es ist immer noch meine Ehefrau. Ich habe selbstverständlich eine andere Beziehung zu ihr, als ich sie noch vor vielen Jahren hatte. Was sagen dann deine Kinder dazu?
Sag mal, du würdest jetzt mit deiner Partnerin kommen. Die wissen das und die kennen auch die Geschichte. Und die wissen auch, dass das so, das ist bekannt in der bekannt, Verwandtschaft, dass ja. wir darüber geredet haben. Das ist also nicht etwas, was ich nachher erfunden habe und dann so erzählt habe, sondern das war eigentlich immer bekannt und für die Kinder wäre das auch okay. Wie alt sind die Kinder? 21 und 15. Ja, die verstehen. Und ja, aber das war also durchaus auch schon vor vielen Jahren so. Und die wünschen sich eigentlich auch, dass ihr Papa wieder jemanden findet, wo der Papa Halt haben kann, wo der sich ausweinen kann und sozusagen. Und für deine Frau ist es auch okay. Also die sagt jetzt auch, das ist okay so, wenn du doch, eine. Ich bin mir sehr sicher, dass oder das auch jetzt. Sagt sie nur, weil sie weiß, sie kann nicht. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, also Familie ist ihr sehr wichtig und ich sehe es, wenn man ihr von den Kindern erzählt und wie es ihr geht und ich bin mir sehr sicher, es wäre für sie einfach was Schönes zu sehen, dass diese Familie weiterleben kann, weil sie weiß, sie kann ihren Teil nicht erledigen. Ist sicher Wehmut dabei, aber nicht aus Verzweiflung, glaube ich nicht. Das denke ich, wäre nicht der Fall. Und du glaubst, wenn du das einer Frau gleich so erzählst, wie du es erzählst, dass du dann nicht vielleicht gewinnst? Nein, ich glaube eher verloren. Nein, das sind viele Dinge. Das ist das Gebundensein, dieses Gefühl. Eine hat das also mal nett ausgedrückt und gesagt, okay, vielleicht macht das eine Camilla, die später dann die Ehefrau von einem Prince Charles geworden ist, dass sie 30 Jahre die Nummer 2 spielt. Ich warte nicht darauf, bis deine Ehefrau stirbt. Viele können damit nicht umgehen. Ja, ich will nicht sagen niemand, aber die Masse kann es sicher nicht. Ja, ich finde, das ist immer ein Riesenproblem, diese Besitzansprüche, dieses Besitzdenken. Ja. Entweder ich habe den Menschen zu 100% ja. oder gar nicht, da kommt eigentlich die Liebe immer sehr zu kurz. Nicht? Weil es ist im Grunde genommen, wenn diese großen Besitzansprüche nicht bestehen würden, könnten wir trotzdem ganz eine glückliche Beziehung leben, weil ich meine, man muss ja auch nicht die Frau damit verletzen, weil ja, die weiß ja das ja auch. Dass viele die Angst haben, ja, doch irgendwie Nummer 2 zu bleiben oder nicht mich naja, ganz zu das, besitzen, wie wir gesagt obwohl haben, ich mir denke, die großen Besitzansprüche immer, ja. es kann niemand mehr frei leben, weil jeder will entweder ganz oder gar nicht, dieses ja, im großen Besitzdenken ist da immer ist ein Riesenproblem. Bist du schon einmal zu weit gegangen für die Liebe? Doch, ich denke. Ja? Ich denke, ja. Ich habe also vor vielen Jahren eine junge Dame kennengelernt aus dem Ausland, die ich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt habe und die mich sehr fasziniert hat. Ich habe sie lange Zeit darum gebeten oder eingeladen, sie möge doch einmal zu mir kommen, wirklich als Gast gedacht. Ich war eigentlich von Anfang an ein bisschen verliebt in sie und wollte sie aber eigentlich wirklich nur als Gast, also ganz offen als Gast einladen. Und wie sie dann endlich einmal zugesagt hat, habe ich dann in dieser Vorbereitungszeit des Kommens erfahren, dass ihr bis dorthin vorhanden gewesener Freund, dass das also daneben gegangen ist, dass das mehr oder minder aus ist und gebe offen zu, ich habe mir damals leise Hoffnungen gemacht, das wäre vielleicht die Gelegenheit, das könnte sich ergeben. Sie hat dann einige Zeit bei mir als Gast gelebt, wir haben sehr viel gemeinsam unternommen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und gegen Ende der vorgesehenen Zeit ist sie zurückgereist. Und der Kontakt ist immer besser gewesen gegen Ende und ich habe mir gedacht, okay, ist zwar schade, dass sie jetzt fahren muss, aber das wird schon klappen. Wir haben SMS geschrieben, wir haben telefoniert, wir haben uns E-Mails geschrieben. Ja, und das ist auch einige Zeit gut gegangen und da wurde der Kontakt immer seltener, immer lang, mit größeren Abständen. Da habe ich mir gedacht, okay, hat keine Zeit, muss arbeiten. Ich habe ja gewusst, was sie macht und mir gedacht, na geht vielleicht nicht ganz so. Ja, eines Tages war es aus. Und dann denkt man sich, aha, was ist jetzt? Man macht sich Sorgen, man telefoniert, man ruft nach, man hat 3, 4, 5 Telefonnummern von der Mutter, von der Arbeitsstelle, ihr Privathandy, ein Diensthandy. Ja, man ruft an. Und man kommt nicht durch, man kommt auf die Mailbox, man denkt sich, die sieht doch die Nummer, die weiß doch, das ist meine, die muss doch zurückrufen. Da kommt nichts. Und irgendwann nach vielen Wochen, nachdem ich es also fast übertrieben habe, da habe ich also schon fast im 6-Stunden-Takt angerufen, hebt dann jemand ab. Der Mann, der dort abgehoben hat, war ihr damaliger, zu Beginn dieses Urlaubs bei mir, nicht mehr vorhandene Freund. Der beflegelt mich aufs Übelste und sagt, bist du wahnsinnig? Kannst du meine Frau nicht in Ruhe lassen? Sag ich mir, super. Und dort war dann klar, okay, das Spiel hast du verloren.
Es hat wehgetan und ich habe also erst sehr lange später eigentlich festgestellt, dass diese Frau eine ganz große Liebe war. Also bis dorthin war ich verliebt, aber dort habe ich dann gemerkt, dass es eine ganz große Liebe gewesen, die einfach verloren gegangen ist. Wahrscheinlich von ihrer Berechnung, ne? Nein, das ist also etwas, was ich ihr nach all dieser Zeit immer noch nicht unterstelle oder unterstellen würde. Ich glaube eher, sie war sich einfach nicht sicher. Sie war relativ jung, aber das unterstelle ich ihr nicht. Also das ist irgendeine Form von Persönlichkeit. Aber hast du jetzt losgelassen oder nicht? Mittlerweile ja. Obwohl ich mir, da bin ich vielleicht wie beim Hauptgast, ich denke, wenn sie da stünde, ich würde sie mit diesem dummen Ausdruck zurücknehmen. Vollkommen wurscht. Ja, verrückt vor Liebe, verrückt vor Liebe. Meine Lieben, kann man nach 3 Monaten Zusammenleben wissen, das ist der Mann fürs Leben? Dagmar behauptet ja, bis gleich. Top informiert am Vorabend. Alles, was heute in Österreich aktuell ist, was Österreich bewegt, worüber Österreich spricht und wie das Wetter wird. Danach Herbstzeit, die Sonnenzeiten des Lebens im perfekten Mix aus Lifestyle, Wellness, Talk und Genuss. Und in konkret Service für Konsumenten, aktuelle Tests und Tipps, auf die sie bauen können. Der Vorabend mit heute in Österreich, Herbstzeit und konkret. Montag bis Freitag ab 17.05 Uhr in ORF 2. Wir Menschen machen die verrücktesten Dinge vor Liebe. Und es ist manchmal so schön. Haben wir bislang gehört, es kann natürlich auch gefährlich werden, je nachdem. Wenn Sie einmal zu mir kommen möchten ins Studio, weil Sie so verrückt sind, dass Sie sich das antun, nein, Scherz, das ist hier sehr gewöhnlich, dann rufen Sie uns an unter 01886-2747 und die Durchwahl 5776. Sollten Sie ein gewisser Rudi sein, der in Hollerbrunn in einem Waisenhaus war und dort einer gewissen Gerti hinterm Haus ein Bussel gegeben hat und von allen beobachtet wurde, melden Sie sich! Danke. Die gute Gerti ist da, ja, und es sehnt sich nach Ihnen. Ja, und jetzt kommt Dagmar, die ist immer noch total verliebt, weil sie vor kurzem geheiratet hat. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Wenn die beiden ein bisschen länger als 3 Monate halt zusammengelebt hätten, würden die meisten sagen. Hier ist die Dagmar. Viele Menschen sagen, Mensch, man muss sich doch lange prüfen, ewig, wenn man sich binden möchte. Aber du hast es gleich gewusst. Es war Liebe auf den ersten Blick, oder? Ja. Wie war das? Erzähl, wo hast du ihn das erste Mal gesehen? In Wien, in der Innenstadt drinnen. Mhm. Ich nenne es Fügung oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Schicksal. Weil ich an einem Sonntag ganz ausnahmsweise gearbeitet habe. Normalerweise arbeite ich am Wochenende nicht und schon gar nicht in der Innenstadt. Aber ich habe damals einer Kollegin ausgeholfen und bin von einem Arbeitsplatz zum nächsten zu Fuß unterwegs gewesen. Und am Michaelerplatz sind unsere Blicke sich begegnet. Und 10 Sekunden später war er an meiner Seite und hat mich angesprochen. Er hat mich nach dem Weg zum Stephansplatz gefragt. Und dann auch zu einem Café eingeladen. So begann die Geschichte. Und es war für dich sofort Liebe auf den ersten Blick? Es gibt ja. Ja, also ja, schon. Was ist denn nach dem Café passiert? Dann kam der zweite Tag und unser erstes Dinner. Aber du hättest ja auch nur Urlaubsflirt sein können oder bleiben können, ne? Rein theoretisch. Das hat für mich, dieser Gedanke hat für mich gar nicht existiert. Ich habe mir die Zahlen anschauen dürfen und das ist ja was Gewaltiges. Also selten, wenn Menschen zusammentreffen, diese liebevolle Begegnung, diese gleichen Zahlen mit 5 und so, das sagt ja schon sehr viel aus, auch vom chinesischen Sternzeichen oder astrologischen Zeichen her. Also es kann nur Liebe sein. Es kann nur Liebe sein. Glaubst du an sowas? Nein, eigentlich nicht wirklich.
Aber trotzdem. Aber es freut mich natürlich, genau, trotzdem, das zu hören. Das ist immer Freude. Ja, 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 wow, das gibt's ja gar nicht. Das kann nur eine Liebesbeziehung, Geschichte und mehr. Ihr seid ja dann ein Liebespaar geworden, glaube ich, als er noch in Wien war. Ne? Ja. Genau. Und dann ist er aber weg. Mhm, genau. Weil das Tourist, als Tourist darf er ja nur 3 Monate hier sein. Und in diesen 3 Monaten wart ihr aber zusammen, ja, quasi. Ja. Okay. Und dann ist er weg. Und dann ist er weg. Und was aber ist dann nicht nach Amerika zurück, sondern nach Portugal. Einfach auch, weil er dort Familie hat unter anderem, aber auch wegen seiner Musik, weil er dort im Studio Musikvideos gedreht hat. Und ja, dann war er bis vor kurzem in Portugal. Und dann war das eine Fernbeziehung oder wie war das da? Ja, es war eine Fernbeziehung. Genau. Und jetzt seid ihr verheiratet? Ja. Wie war der Heiratsantrag? auf Englisch. Ja, klar, ja. Also es war jetzt kein klassischer Heiratsantrag in dem Sinne, sondern einfach, wir haben eigentlich doch längere Zeit darüber gesprochen. Also es war jetzt nicht in einem Moment hat er mir einen Antrag gemacht, sondern immer wieder mal drüber gesprochen und irgendwann dann gesagt, jetzt machen wir es. Sag, und geheiratet habt ihr in Portugal? Ja. Also das heißt, du bist hingeflogen und hast gleich Nägel mit Köpfen gemacht quasi? Ja. Genau. Was sagen denn deine Familienmitglieder, deine Freunde? Sagst du, Dagmar, her, ist so schnell, das macht man doch nicht. Nein. Der einzige, ja, mein Vater hat schon so ein bisschen gesagt, na, überleg das gut und so, natürlich, also eher so die Vernunftstimme. Aber sonst der Rest meiner Familie, alle, boah, sie freuen sich einfach total für mich, sie sind glücklich. Sie haben ihn auch sofort ins Herz geschlossen, die haben ihn vom ersten Augenblick an. Das hat mich besonders gefreut, schon ganz zu Beginn unserer Beziehung, als sie ihn das erste Mal gesehen haben, war einfach sofort Harmonie und die haben sich sofort super verstanden. Wenn alle noch so euphorisch sind, kommt jetzt ein Gast, Gerda, die sagt, bitte, wer sich nur 3 Monate kennt, ja, muss damit rechnen, dass die Ehe scheitern wird. Was macht sie so sicher, wenn doch die Sterne dafür sprechen? Hier ist die Gerda. Gerda, du bist dir total sicher, dass diese Ehe nicht halten wird? 3 Monate einen Menschen kennenzulernen, den dann zu heiraten, ist zu früh. Weil in 3 Monaten kann man keinen Menschen kennenlernen, nicht zum Heiraten. Man kann zusammenziehen, aber heiraten gibt ist es was, nur heiraten, weil sowas gibt es ganz, ganz selten. Wo man weiß, man was sieht war sie von den Menschen? Diese liebevolle Begegnung. Das spürt das Umfeld, liebevolle das spürt die Familie. Es ist selten. Leben. Ich bin normal auch vorsichtig. Aber man muss aber nicht wenn man heiraten. Na, warum? Na, das ist ja, wenn sowas. Lass mal genug die Menschen trifft, die man sehr liebevoll findet, aber nicht gleich heiratet. Weil, wenn ich jeden geheiratet hätte, den ich liebevoll gefunden hätte, dann wäre ich jetzt einmal verheiratet gewesen. Ja, es kann sein, dass das von ihr aus wirklich die große Liebe ist, die einzige Liebe. Ja, aber dann hätte sie noch ein bisschen Worten vielleicht ein bisschen hintergedacht. Will ich gar nicht sagen. Aber, nein, aber Menschen man kann kennenlernen, es von ihr ist da, bestimmt hundertprozentig. Da braucht man eine gewisse Zeit. Weil sie wird schon so viele Enttäuschungen hinter ihr haben, oder ich stelle mir es halt so vor, und dort, dass sie denkt, wow, das ist es. Ja, aber dann muss sie doch nicht heiraten. Da kann ich ein bisschen noch abwarten. Warum bist du so gegen die Ehe? Ich bin nicht gegen die Ehe, sag ich mal, aber ich bin dagegen, dass man so schnell heiratet. Naja, aber es gibt Paare, die prüfen sich ewig, 10 Jahre, heiraten und sind nach einem halben Jahr geschieden. Das gibt es ja auch, ne? Das gibt es auch, aber ich spreche jetzt nur aus eigener Erfahrung. Ich selber habe geheiratet nach einem halben Jahr. Habe meinen Mann kennengelernt, ein halbes Jahr später haben wir geheiratet. Nur, sage ich, ich war damals 16, das ist sicher, sage ich, hat die Jugend eine Rolle gespielt. Dann bin ich ja gleich schwanger gewesen, hat sicher auch eine Rolle gespielt. Wenn ich ein besseres Elternhaus hätte gehabt, hätte ich nie so früh geheiratet. Das ist jetzt einmal von dem abgesehen. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass ich den Menschen überhaupt nicht kenne. Ich habe den so schnell geheiratet und am liebsten wäre ich eigentlich gleich nach einem Jahr weggegangen. Aber wie alt warst du, Gerda? Du warst 16. 16, so. Genau. Dagmar ist
46. Ich war jung und dumm. Sie ist, die ist vier, nicht mehr jung. Ja, genau. Also sie müsste normal diese Reife schon haben, das ein bisschen... 30 Jahre Lebenserfahrung, Lebensweisheit, du weißt mal schon, ob man eine Dummheit begeht? Erstens einmal ist es ja auch nicht so, dass wir nach 3 Monaten geheiratet haben. Wir kennen uns jetzt mehr als ein Jahr. Ja, das Telefon. Ja, aber in einer Fernbeziehung kommen auch gerade durch diese Extremsituation, weil da einfach die Umstände ganz schwierig oft sind, kommen die Schwächen des anderen ziemlich schnell ans Tageslicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, ich kenne ihn vielleicht in manchen Bereichen besser, als wenn eine Beziehung jetzt mit einem Österreicher, wo das ganz normal abläuft, man trifft sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag und man lebt mal für 2, 3 Jahre zusammen. Also irgendwie, man lernt die Schwächen viel schneller kennen. Weil in der ersten Verliebtheit, man zeigt ja auch nur die positiven Seiten. Ja, eben. In einer normalen Beziehung, in einer normalen Beziehung, in einer herkömmlichen Beziehung. Okay. Aber wenn eben Umstände so sind, wie sie bei uns waren, dann kommen wirklich diese Charakterschwächen auch viel schneller zum Vorschein. Liebe Magister Gabi Fischer, warum ist es manchmal so schwer, eine Liebe einfach anzunehmen? Warum fragt man sich da, na, das kann doch nicht gut gehen, wenn man sich so schnell schon bindet und weiß, ob er es auch ernst meint? Und also ich denke mal, da ist sehr viel Klischee dahinter. Dann hören wir ja nur Ausschnitte. Ja? Alle haben gehört, die kennen einander 3 Monate. Stimmt ja gar nicht, wie wir jetzt hören, die kennen einander 1 Jahr. Und es stimmt, dass bei Fernbeziehungen, da gebe ich der Dagmar recht, dass ich glaube, dass ihr nicht nur telefoniert haben werdet, sondern ich nehme an, du wirst ja auch auf Besuch hingefahren sein. Wir haben uns alle 2 bis 3 Monate gesehen. Ja, also da ist ja was am Laufen, aber wenn man sie so anschaut, wirkt sie sehr glücklich und ich denke, den beiden geht es sehr gut. Ja, genau. Gibt es vielleicht auch einen Tipp für den Manfred, wie er es denn anstellen könnte beim Kennenlernen? Also gleich mit der Tür ins Haus fallen, doch aufheben. Wie kann man das einer Frau halbwegs schmackhaft machen? Also schmackhaft kann man das überhaupt nicht machen. Ja? Ich denke, ich würde schon sagen, aber mit der Tür ins Haus fallen würde ich auch nicht. Weil also man präsentiert ja auch sonst gewisse Dinge, die für den anderen nicht so angenehm sind, nicht gleich nach 5 Minuten. Ja? Also übrigens, ich habe hier einen Furunkel oder so, das sagt man ja nicht. Ja? Da denke ich mir, ich habe mir das überlegt beim Manfred, habe mir gedacht, das ist schon ein sehr schweres Schicksal, nämlich nicht nur für Manfred, sondern auch für diese zukünftige Frau. Weil wenn die jetzt eine Person ist, die gerne heiraten möchte oder so, also das legalisieren, dann müsste sie auf einen Tod warten. Und ich glaube, das ist so bedrückend. Ja? Und ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass die dich nicht lieben, sondern dass sie das Gefühl haben, irgendwie was Unsoziales zu wollen, wenn sie mit dir eine sehr enge Beziehung eingehen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das dann schon am Anfang zu klären, vielleicht sie auch einmal mitzunehmen. Sprich, einfach bekannt machen, die beiden Damen. So. Ja, zumindest, dann kann man nachvollziehen, aber was er meint. Weil es ist schon immer so, dass man sich denkt, ja, wer weiß, ob der die Wahrheit sagt. Also ich glaube, dass Frauen, die schon negative Erfahrungen gemacht haben, weil es kommt ja doch hin und wieder vor, dass auch Männer nicht immer nur die Wahrheit sagen, ja, um an eine Frau ranzukommen, sagen, du, ich bin verheiratet, aber die ist jetzt krank und so. Es gibt Frauen, die kennen solche Geschichten. Und dass du jetzt ein Ehrlicher bist, denke ich mal, kannst du beweisen, indem du das vielleicht nicht nur sagst, sondern auch mitnimmst. Aber man tut das vielleicht auch aus Respekt nicht, der Ehefrau gegenüber. Natürlich, aber die andere Geschichte ist, wenn du eine Frau kennst, also ich meine ja nicht, dass du da Hinz und Kunz mitschleppen sollst, um Gottes Willen, aber ich glaube schon, dass du das ja auch ein bisschen zu deinem Vorteil nützen kannst, indem die anderen Frauen, wenn du jetzt eine Frau kennenlernst, die eine potenzielle Partnerin sein kann, ja auch merkt, du bist sehr zuverlässig und du bist ja auch treu und du bist sehr fürsorglich und wenn irgendwas schiefläuft, verlässt du nicht sofort das sinkende Schiff. Und es gibt vielleicht auch Frauen mit einem ähnlichen Schicksal, ja, die Ähnliches erlebt haben und das verstehen.
vielleicht magst du dich noch mit der Gabi unterhalten im Nachhinein, aber du hast es sehr sympathisch jetzt auch beschrieben, dein Leben und deine Umstände, dass, wie gesagt, möglicherweise du ja auch hier jemanden kennenlernst oder über die Sendung sich eine Frau denkt. Das ist eigentlich ein sympathischer Mensch und der hat es auch nicht leid mit dem Leben, mit seinem Schicksal. Und hadert er sehr und meint es eigentlich gut, auch mit seinen Kindern. Spricht da wirklich alles sehr für dich, was die Gabi auch gesagt hat, mit zuverlässig und treu. Mich hätte aber noch interessiert, Gabi, die Gerte hat bei 50 Jahren, ist ja ein Wahnsinn, 50 Jahre jeden Tag von einem Mann zu sprechen, der ihr einmal hinterm Haus ein Puzzle gegeben hat. Also was steckt da dahinter? Wie viel Fantasie steckt dahinter? Und vor allem, soll sie sich noch Hoffnungen machen? Also ich denke mal, natürlich unheimlich romantisch. Ja, es muss damals schon romantisch gewesen sein und das hat ja so getaugt und das nimmt sie mit rüber. Ich glaube, dass das, wir glorifizieren dann noch ein bisschen dazu. Und richtig, ich glaube, Rudi, gell? Rudi hat dich ja nicht verletzt. Rudi ist immer so dieser unschuldige junge Mann mit dem einen Puzzle geblieben. Ja. Und das ist das, was dir gut tut. Und darum sprichst du auch noch von ihm. Der Rudi ist so der heilige Mann. Ja. Und ich nehme an, du bist so ein bisschen verletzt worden, weil immer wirst du nicht an Rudi gedacht haben. Ich habe gehört, du hast 3 Kinder und die kriegt man nicht vom Busseln. Also, denke ich mal, hat es da ja noch wem anderen gegeben. Ja, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, na, wenn ich den Rudi geheiratet hätte, wie wäre das ausgegangen? Weil ich eben schwer verletzt worden bin. Also ich bin sehr schwer verletzt worden. Genau. Und darum, weil der Rudi so unschuldig war mit dem einen Puzzle, und du ihn verlassen hast quasi, wie du gesagt hast, nein, ich möchte nicht, dass du mich besuchst, ist der so, das ist der Reine, das ist der nicht verletzt. Und ich glaube, dass das eine wunderbare Fantasie ist, das tut auch gut, das ist so ein Eckpfeiler, wo du dich festhalten kannst. Aber es ist keine Realität. Dankeschön. Aber sie hofft. Und hoffen darf sie ja, die Gerti, dass sich der Rudi meldet. Wer weiß. Ja? Die schönen Dinge, die man aus Liebe tut, die kennen wir nun. Ich habe nur in der Recherche zu dieser Sendung ein bisschen zu grübeln begonnen, als ich überlegt habe, ob sich das Wort Lebensgefährte von Lebensgefahr ableiten lässt. Wiedersehen. Schon lange sind sie mit dem Guten zusammen, aber so richtig geändert hat er sich nicht und sie haben so viele Wünsche. Wie mache ich aus meinem Partner einen Gentleman? Rufen Sie an und wir helfen Ihnen. 0900 91 00 98. Der guten Sache. Gemeinsam sind wir stark ist das Thema meiner Live-Sendung zum Licht ins Dunkeltag. Ich spreche mit Menschen, die ihr Schicksal positiv sehen und in ihrer Behinderung eine Kraftquelle entdecken. Menschen, die uns Mut machen. Die Barbara Karlich Show für Licht ins Dunkel, Montag 16 Uhr, ORF 2.